Erling Haaland lässt hier einfach diese Chance liegen und diesem Kerl hier wird da einfach die Hose auf dem Feld ausgezogen. Und das hier sind Momente, die Fußballer so sicher nicht erwartet hätten. Die unerwartetsten Momente, die eigentlich unmöglich sind. Der hat zum Beispiel einfach die... Ja, der wurde einfach geheilt. Die beiden Jungs so mit der Trage so, ja, und er so, ja, ich kann eigentlich eh gehen, Freunde. Gut, dann gehst du halt selber. Nee, den macht er nicht. Den macht er. Wie kannst du den nicht im Kasten unterbringen? Wie kannst du den nicht im Kasten unterbringen? Das ist ja... Der, oh. Das ist ja Dele Alli bei Everton. Ja gut, der, die Karriere ist so nach unten gegangen. Vamo, wie soll man denn da gegen den Zaun springen und durchkommen? Das kann nur Diego Costa. Der Kerl ist ein absoluter... Tor? Was ist? Was ist? Wo? Oh, der Torjubel. Was ist der? Warum hat der eine GoPro? Hallo? Junge, das ist doch ein Charity-Match, oder? Aber... Das als Torjubel, bitte, wenn du die WM gewinnst, das als Torjubel, würde ich fühlen. Was macht er? Was macht er? Er dribbelt sich selber, er nimmt sich selber, nee. Und dann zieht er noch runter. Ja. Aber. Junge, das habe ich ja noch nie gesehen. Er denkt sich so. Ja. Da werde ich, glaube ich, gefeuert. Junge, zieht der dem da einfach die Tafel über die Rübe? Das ist ja, versuch nicht zu lachen bei dem Moment. Ein Freistoß und Özil ist im Abseits. Ist das dumm. Bendner und Özil denken sich so, wir haben IQ durchgespielt. Oh! Schnibbeldibbel! Und der ging ja weiter drüber, der ist ja aus dem Stadion raus. Da weiter als Sergio Ramos Elfmeter damals. Penalti. Der Zwerg gegen den... Der kleine Mann gegen den Großen. Oh, gehalten. Da muss mehr Kraft rein. Der alte Mann im Tor kann die Kugel entschärfen. Der springt hier. Hat der einfach Trikotnummer 1/4? Weil er... Geil. Geiler Humor. Gefällt mir. Ja, durch den. Ich den nicht durch, Kollege. Überhaupt kein Problem. Und jetzt... Meine Güte. Torhüter, ich fühl mit dir. Jeder Torhüter fühlt mit dir. Der von der eigenen Bank noch so, hey, mach das nicht. Der kickt ihn da einfach rein. Das ist ja unsportlich. Habe ich überhaupt noch nie gesehen. Oh! Sissoko, batsch, dem Schiedsrichter voll in die Fresse. Das wollte er natürlich nicht. Die Frage, was macht der Schiri? Aber auch interessant, selbst als Schiedsrichter beim Fußball, auch die gehen theatralisch zu Boden, wenn sie irgendwo getroffen werden. Aber ja, gut, er wurde ja auch getroffen. Ui! Da ist natürlich ein Problem, wenn da wirklich echte 3D-Banden liegen und nicht einfach nur so ein Tuch. Oh mein Gott, ja. Bitte. Ist er jetzt, hat er sich schwer verletzt oder ist es ihm einfach nur peinlich gerade? Ist es ihm einfach nur peinlich oder ist er schwer verletzt? Ja, es ist ihm, glaube ich, einfach nur peinlich. Er lacht schon wieder. Torhüter, was macht er da? Weg. Trifft die Kugel nicht. Oh, ja, das ist ja in der Wiederholung noch schlimmer. Und dann wird's bestraft. Nee, es wird nicht bestraft. Das ist ja noch bitterer. Und er bedankt sich so. Danke, dass du den nicht getroffen hast. Und der Stürmer so. Ja, wo wollte ich? Den Fuß rausgestellt. Zack, ja. Hoppa, ja gut, das ist ja Coachingzone, ne? Gibt's da Rot für den... Ja, gibt Rot für den Trainer. Natürlich gibt's da Rot für den Trainer. Was sagt er? Ah, okay. Ein Stück Rasen da rausreißen, da reinkloppen, dann passt das schon. Oh, defensiv. Junge, das hat der nicht gemacht. Derp. Das gibt's doch nicht. Da musst du als Trainer und das Tor... Oh. Ochoa, war das ein echtes Tor? Gegen Ochoa. Junge, zack, patsch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kenne ich nicht. Ich wusste nicht, dass das ein echtes Tor ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lost... Oh. Oh, da weiß er selber, nachdem er den geschossen hat. Oh Gott. Der war von der peinlichen Sorte. Oh, der war von der richtig peinlichen Sorte. Den darfst du nicht machen. War das in... Ui, 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 ui. Den Riesenluftballon. Da platzt der Alisson Becker. Er lässt Träume platzen. Oh, das legendäre Elfmeterschießen. Zack, mit dem Kopf gesaved. Der Stürmer kann es nicht glauben. Ja, erstmal die Augen scannen. Alles gut, Freunde. Zack, den nächsten wieder mit der Fresse gesaved. Fantastisch.
Das ist ein guter Comedy-Sketch übrigens, das Video. Wahnsinn, richtig geil. Und er hat den nächsten. Er wird weggezogen. Der bisher alles gut. Alles gut, alles gut. Den nächsten. Er liegt im Eck. Nee, er braucht noch Päuschen. Er braucht noch Päuschen. Der Torhüter braucht noch Päuschen und bekommt den nächsten in die Fresse. Aber er hält. Jetzt muss man ihn hinsetzen. Jamal Musiala. Oh, schießt den Torhüter ins Tor. Aber eben nicht die Kugel. Und jetzt will er schon weg. Und von der Latte wird er wieder getroffen. Und der Torhüter ist der Held. Ist der Held des Elfmeterschießens. Bravo, Wahnsinn. Bekommt hier den Pokal. Junge, wo ist der Schiedsrichter? Hallo, Schiedsrichter. So, ich stopp die Zeit hier. Wir haben hier fünf sehr... Ja, oh, lockerer Dauerlauf. Da gibt es eine Karte hier von dem tätowierten Jungen. Da würde ich auch mal kurz... Da würde ich mich auch nichts sagen lassen. Oh, gelb, das ist aber gütig. Nur gelbe Karte, bis es zu spät kommt. Da könnte man in dem Fall, glaube ich, auch rot zeigen. Da könnte man, glaube ich, auch rot zeigen. Was ist das? Der zeigt nur an, wie der Schiedsrichter beim VAR steht. Danke dafür, auf jeden Fall. Das ist geil. Ja, super. Toll. Super. Ja, der VAR funktioniert. Der VAR funktioniert. Chip. Oh, der ist nicht rein. Was macht denn der Tor? Wie der Torhüter hier... sich so dreht, aber wie ist denn das möglich? Junge! Was? Der ging nicht rein! Oh! Hops neben sein Vater! Macht er nicht! Macht er wirklich nicht! Der Verteidiger geht rein! Und er... Junge, mit Kopfhörern hier, das Babymikro... Junge, was ist denn da los? Und sie so... okay, das geht schon fit. Er so, ja, komm, Muttermilch und drei... Junge! Wie macht er das? Spielt doch rüber. Er trifft ja auch eh. Oh, die fahren da. Junge, was ist denn das für ein Jubel? Die fahren da einfach mit einem Auto rein. Digga. Das ist sogar der Spiel. Alter. Also, wenn es dafür keine Karte gab, dann weiß ich auch nicht. Und was ist jetzt? Hier. Ui. Karten. Torhüter einfach mal ausgerutscht. Was haben denn die Jungs für kreative Jubel am Start? Geht's dort um. Sag mal. Was ist das? Einfach den Ball. Oh Gott, das geht nicht auf. Und der geht rein. Und jetzt machen die... Okay, das muss ein Charity-Match oder so. Die überbieten sich da gegenseitig am bescheuerten Torjubeln. Und das ist eine Banane. Jawohl. Oder? Ja, gut. Markus Rojo bekommt seine Banane, bekommt seinen Powersnack. Und jeder weiß, das setzt beim Fußballer unverhofft Kräfte frei. Genauso wie der Eisspray. Und den Ball zu verschießen. Das tut weh. Das tut weh. Oh, ihm werden da die Nüsse massiert vom Gegenspieler. Was ist denn da los? Oh, Junge. Er tritt ihm dann noch so. Ja, komm, was willst du? Ich hoffe, die beiden kannten sich oder... dieser Safe. Zack. Einfach einschließen und weg mit der Pille. Weg mit der Pille. In die Mitte. Zur Brigitte. Und die macht den Ball nicht rein. Da haben sie Schwein gehabt. Und der Wolle. Nach dem vierten Versuch sitzt das Ding. Oh mein Gott. Ross Barkley, der Shark. Ich weiß nicht, mir folgten rein. Und Jose dreht durch. Jose eskaliert. Was ist denn du? Bist du Mucken? Oh, der hier wird gekotet. Ja, das entspannt natürlich, wenn man da einfach mal auf dem Platz sein Geschäft verrichten kann. Wo denn auch sonst? Das ist natürlich angenehm. Ja, Schiedsrichter gibt dem Hund eigentlich rot, aber der Hund will einfach nicht den Platz verlassen. Der will ja nicht. Der hat keinen Bock, überhaupt keinen Bock, Freunde. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und angucken.